Nicolas Huchet auf dem Weg ins Fab Lab Berlin. Der 33-jährige Franzose will in der offenen Werkstatt ein sogenannter Maker werden. Ein Tüftler, der mit kostenlosen Anleitungen aus dem Internet, mit sogenannter Open Source, eigene Dinge herstellt. 3 Monate lang wird er hier an einem Projekt arbeiten. Kleine Dinge kosten manchmal schrecklich viel Zeit. Mit 18 hatte ich einen Arbeitsunfall. Ich habe damals als Mechaniker gearbeitet. Und eines Morgens hatte ich einen Unfall. Es war ein Bedienungsfehler. Dadurch habe ich meine Hand verloren. Ich hatte eine riesige Wut in mir, auf die ganze Welt. Ich habe es gehasst. Warum, habe ich mich gefragt. Das ist so fies. Mit 18 ist sowas echt übel. Man rechnet nicht damit, dass einem so etwas passiert. Naja, eigentlich erwartet man das nie. Mit seiner ersten Prothese war Nico sehr unglücklich. Vor 4 Jahren habe ich entdeckt, dass es neue, viel bessere Prothesen gibt, die alle Finger bewegen können. Aber die französische Krankenversicherung hat sie nicht bezahlt. Durch Zufall stieß er auf die Tüftler der sogenannten Maker-Szene. Zufällig war ich bei einem Tag der offenen Tür in Rennes und habe eine Maschine gesehen, die sah ein bisschen selbstgebastelt aus. Dann habe ich erfahren, dass das ein 3D-Drucker ist. Ich war verwirrt. Ein 3D-Drucker, das war für mich etwas aus der Zukunft. Und meine erste Frage war, weil ich mir die teure Prothese nicht leisten konnte, kann man damit vielleicht eine Roboterhand herstellen? Doch Nicolas erster Versuch war zu instabil. Im Netz hat er jetzt einen japanischen Bauplan gefunden. Der Daumen und der Zeigefinger stehen sich gegenüber und können zugreifen. Man knöpft damit seine Jacke zu. Diese Hand ist so interessant, weil man damit Alltagsbewegungen machen kann. Mit dem Team des Berliner Fab Lab will er die neue Prothese bauen. Die Baupläne sind Open Source. Jeder kann sie im Internet herunterladen. Ich wollte die Ausrichtung dieses Teils ändern. Um 90 Grad horizontal? Ja, einen größeren Winkel. Wir brauchen auch etwas mehr Abstand zwischen den Teilen. Mit dieser Software bereiten wir den 3D-Druck vor. Wir platzieren jetzt die einzelnen Teile in der Druckkammer. Das Schwierige dabei ist, die Teile so anzuordnen, dass man sie nach dem Druck gut von der Unterlage lösen kann. Das Berliner Fab Lab hat verschiedene 3D-Drucker. Für den ersten Versuch probiert es Nico mit einem Hobbygerät. Er will wissen, ob die Maschine gut genug ist, um seine Roboterhand zu drucken. Wie eine Heißklebepistole trägt der Druckkopf geschmolzenes Plastik auf die Druckplatte auf. Das Druckmaterial ist ein Plastikstrang, den der 3D-Drucker nach und nach verflüssigt, das sogenannte Filament. So entstehen Schicht für Schicht dreidimensionale Objekte aus Plastik. Nach rund 2 Stunden sind die Teile für den ersten Finger gedruckt. Also diese Teile kommen frisch aus dem Drucker. Zusammen bilden sie einen Finger. Aber wie man sieht, ist das noch nicht so berauschend. Ich bin noch nicht zufrieden. Das sieht nicht gut aus. Noch sind die preiswerten Drucker zu ungenau.
Doch immer mehr Wissenschaftler, Ingenieure und auch Politiker erwarten, dass der 3D-Druck vieles radikal verändern wird. Sogar unsere Wirtschaftsordnung insgesamt, glaubt der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Ford holt Arbeitsplätze aus Mexiko zurück und Apple baut wieder Computer in Amerika. Letztes Jahr haben wir unser erstes Institut für neuartige Fertigung in Ohio eröffnet. Ein Lagerhaus ist jetzt ein modernes Labor für 3D-Druck. 3D-Druck wird die Art und Weise verändern, wie wir beinahe alles herstellen. Diese nächste Revolution in der Fertigung soll hier in Amerika stattfinden. Das ist unser Ziel. That's what we should be looking for. Mit Dampf und Stahl begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa und den USA das Industriezeitalter. Und damit die Massenproduktion identischer Teile in Fabriken. Ist nun der 3D-Druck tatsächlich die nächste industrielle Revolution? In der Bucht hinter dem Golden Gate trifft Zukunftsglaube auf risikofreudige Investoren. Von hier aus wollen die Visionäre der kalifornischen Hightech-Firmen mit ihren Ideen die Welt verändern. Nick Pinkston ist einer dieser Pioniere. Er begann seine Karriere mit einem 3D-Druck-Startup in San Francisco. Okay. San Francisco has this sort of personality, even beyond. Schon immer hatte San Francisco diesen Wildwest-Charakter. All diese verrückten Menschen kamen hierher, um nach Gold zu suchen. Es gibt einen alten Zeitungsausschnitt von 1800 irgendwas, der hier in den sozialen Medien geteilt wird und der perfekt auf die heutige Zeit passt. Da steht, San Francisco ist dieser verrückte Ort, wo man für jeden abwegigen Plan Geld auftreiben kann. Und genau das passiert heute. San Francisco und das Silicon Valley haben den 3D-Druck als revolutionäre Technik längst entdeckt. An der amerikanischen Westküste sind die Vordenker der Szene zu Hause. Der Technologieautor Daniel Suarez hat in seinem Science-Fiction-Thriller Demon eine neue industrielle Revolution durch 3D-Drucker prophezeit. Vor allem in der Maker-Szene sind Suarez' Bücher heute Kult. 3D-Druck, das ist im Wesentlichen die Idee, dass ein kleiner Kasten die Welt verändern kann. Die Vorstellung, dass ein einziges Gerät jeden Gegenstand herstellen kann, ist schon Wirklichkeit. Und manchmal kann schon das kleinste Teil das Leben der Menschen total verändern. Besonders wenn es das richtige Teil zur richtigen Zeit ist. In seinen Büchern beschreibt Suarez eine Welt, in der die globalen Produktionsketten zusammenbrechen und digital vernetzte Gemeinschaften eine neue lokale Wirtschaftsordnung aufbauen. Und diese Fähigkeit, genau im richtigen Moment genau das richtige Teil zu produzieren, ohne jeden Abfall, das ist ein Quantensprung. Das macht die Gesellschaft viel effizienter. Es schont die Umwelt. Deswegen werden diese kleinen Kisten eine enorme Auswirkung haben. Darüber kann man diskutieren, aber ich denke, dass solche Herstellungsprozesse einem vermitteln, göttliche Fähigkeiten zu haben. Du zeigst auf etwas und schon ist es da. Das ist die stärkste Macht, die der Mensch haben kann. In der Flugzeugindustrie hat diese Revolution schon begonnen. Es geht um die schweren Metallteile im Inneren der Flugzeuge. Denn je schwerer das Flugzeug, desto mehr Kerosin wird verbraucht. In den Montagehallen von Airbus in Hamburg-Finkenwerder arbeiten Flugzeugbauer Peter Sander und sein Team an dieser Veränderung. Bei einem Türbolzen haben sie das Gewicht durch 3D-Druck schon verringert. Das heißt, er ist jetzt innen hohl und die Materialien, die wir hier sehen, entsprechen praktisch den Kraftverläufen innerhalb dieses Bauteils. Und das führt dazu, dass so ein Bauteil gegenüber dem geschmiedeten, den Sie hier sehen, 35% leichter ist. Und man will es nicht glauben, aber von diesen Doorstops gibt es viele, viele tausend in den vielen Flugzeugen, die wir im Jahr liefern. Und wenn wir die gegen solche Teile austauschen könnten, könnten wir ungefähr 4 Tonnen Material einsparen, die dann 25 Jahre fliegen. Beim Design lassen sich die Konstrukteure von der Natur inspirieren. Statt rechter Winkel und klobiger Metallklötze sollen die Teile organisch geschwungen sein, bionisch,
wird das in der Fachsprache genannt. Die eleganten Verstrebungen sind viel leichter als gegossene oder gefräste Teile. Im neuen Airbus A350 sollen solche 3D-gedruckten, extra leichten Halterungen schon bald eingesetzt werden. So, jetzt suchen wir mal einen Punkt, wo ein sogenanntes Kabinenbracket hier drankommt. Da werden praktisch Kofferablagen und auch sozusagen die Möbelstücke, Küche oder solche Sachen werden hier festgeschraubt. Und ganz wichtig ist bei diesen Teilen, die sind also auf Crash ausgelegt. Und dann muss so ein Ding mehr als 3 Tonnen aushalten. Und unsere Tests haben ergeben, dass das sogar weit mehr kann. Also ich kann Ihnen sagen, 2012 haben mich die meisten mal für verrückt erklärt. Und dann ist es manchmal gut, einfach seinen Weg weiter zu verfolgen und dann einfach Teile zu machen und so weit durchzuqualifizieren, dass sie wirklich fliegen. Und dann kommt auch die Überzeugung der anderen. Die gedruckten Teile haben die gleiche Stabilität, machen die Flugzeuge jedoch leichter und damit sparsamer. Und inzwischen sind wir so weit, dass wir praktisch durch das gesamte Flugzeug kriechen und gucken, wo wir Teile in 3D-Drucken machen können. Das hätte also vor 4 Jahren keiner für möglich gehalten. Jedes eingesparte Kilo senkt den Kerosinverbrauch über die Lebensdauer eines Flugzeuges um 4 Tonnen. Der Airbus-Zulieferer Premium Aerotech will in Zukunft möglichst viele Flugzeugteile drucken. Chefingenieur Marc Schimmler achtet dabei auch auf neue Anwendungsmöglichkeiten. Das ist ein Verteilerblock für Hydraulikleitungen, der mehrfach in den Flugzeugen zum Einsatz kommt. Man sieht, das Ganze ist aus einem großen Klotz heraus geschnitten. Wenn man sich das Ganze jetzt parallel mal anguckt im 3D-Druck, man sieht sofort, das ist natürlich viel, viel leichter. Man verwendet nur wirklich das Material, was man braucht, um die entsprechende Leitung darzustellen. Die Leitungen können auch noch entsprechend gekrümmt sein. Sie sind hydraulisch wesentlich besser. Also wenn man das dann mal zueinander vergleicht, das macht schon einen ziemlichen Unterschied. Hallo, morgen. Hallo, Florian Lehmann. Hallo, Florian. Hallo, Andreas, hallo. Marc Schimmler und sein Team haben einen komplexen Zulauf für den Flugzeugtank entwickelt, der vorher aus Einzelteilen zusammengesetzt wurde. Das 3D-Drucken für mich öffnet eigentlich eine Welt in einen komplett neuen Konstruktionsbereich. Völlig neue Bauteile sind möglich. Dinge, wo wir uns früher gefragt haben, wie kann man sie bauen, die sind auf einmal möglich. Also es öffnet sich damit eine Riesentür und wir sind erst am Anfang, die ersten Schritte hinein, diese neue Welt zu machen. Das macht es so spannend. Doch wie kann man Metall eigentlich drucken? In der sauerstoffbefreiten Maschine arbeitet ein Laser. Durch die Rohre fließt ein Edelgas. Den Druck mit extrem feinem Titanpulver steuert der Techniker Hendrik Schremm. Aus nichts was zu schaffen. Und egal was. Es gibt ja so gut wie keine Grenzen mehr. Der Techniker startet den Druck für 2 neue Tankzuläufe. Im Bauraum des Druckers schmilzt ein rund 1800 Grad heißer Laserstrahl das Titanpulver. Genau in der Form, die das fertige Teil bekommen soll. Lage für Lage schweißt der computergesteuerte Laser unter einer Schutzatmosphäre aus Edelgas die Pulverschichten zusammen. Mit jeder Lage sinkt die Druckplattform etwas nach unten. Unter der obersten Schicht nimmt der Tankzulauf aus Titan langsam Gestalt an. Nach 4 Tagen erhebt sich das fertige Teil langsam aus dem wiederverwendbaren Pulver. So, Henrik. Ja, Teile sind fertig. Genau, Baujob ist soweit gelaufen. Also geht's jetzt eigentlich ans Auspacken. Ja, auspacken und schauen, wie es geworden ist. Genau, prima. Lass uns starten. Das Titanpulver muss vorsichtig weggesaugt werden. Also Titan, laut unserem Sicherheitsdatenblatt steht dieses Titanpulver unter dem Verdacht, halt krebserregend zu sein. Und das ist halt wie Haut- und Lungengängig. Das möchte halt über jeglichen Weg in den Körper eindringen. Und da das halt so fein ist, kann es von dem Körper nicht mehr abgebaut werden. Das ist das große Risiko dabei. Das ist jetzt bei uns sozusagen fertig. Da haben wir ja eigentlich nichts mehr mit zu tun. Hier sieht man jetzt noch eine Stückstruktur, die hier angearbeitet ist. Die wird jetzt im nächsten Arbeitsprozess abgetrennt.
Auch bei Airbus selbst stehen schon 3D-Drucker. Peter Sander und sein Team experimentieren mit unterschiedlichen Einstellungen für die komplexe Maschine, in der zwei Laser gleichzeitig arbeiten. Ja. Welche Lage hast du gerade? Wir haben jetzt die Lage 7560 von knapp 10.200 Schichten. Das Werkstück wird in 6 Stunden fertig sein. Das Coole ist ja irgendwie mit den beiden Lasern gleichzeitig, ne? Ja. Ach, wenn wir erstmal 8 von einer Maschine haben. Jo, dann sind wir noch ein bisschen schneller. Es ist schon nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man das überhaupt heile rauskriegt. Vor allem bei Metallen hat man halt hohe Spannung durch die Hitze, die da drin ist, weit über 1000 Grad. Und das Bauteil versucht sich immer abzureißen. So, wie du siehst, ist er auf dem einen Bauteil. So, sauber. Na gut. Ja, dann drücke ich mal die Daumen. An diesem Teil sehen wir einen kleinen Fehler. Das ist ein sogenannter Katzenkratzer. Also manchmal muss man halt genau drauf gucken, was es ist und nochmal nachjustieren. Das ist halt jeden Tag, man entdeckt neue Fehler, man guckt, wie kann ich sie abstellen und erforscht das Ganze. Und das ist halt jeden Tag, hat man eine neue Herausforderung, die man machen kann. Und dann drücke ich euch die Daumen. Jo, wieder. Alles klar. Jo, gut. In Brüssel ist heute eine Maker Faire, eine Minimesse für digitale Bastler, sogenannte Maker. Auch Nicolas Huchet ist angereist. Überall auf der Welt zeigen Tüftler und Start-ups der Maker-Szene auf solchen Messen ihre neuesten Projekte. Kleine und große Erfindungen, die das Leben besser und bunter machen sollen. Viele aus dem 3D-Drucker. Vive la France! Darf ich? Ja. Not bad. Nicht schlecht. Wie lange dauert das? 20 Stunden. 20 Stunden. Und was kostet es? Ungefähr 50 Euro. Für 50 Euro kann man die machen. Wir stellen ein elastisches Druckmaterial her, das wir Filaflex nennen. Es ist zurzeit das elastischste Material in der 3D-Druckwelt. Und es erweitert die Möglichkeiten. Damit kannst du dir zum Beispiel deine eigenen Schuhe zu Hause drucken. Die 3D-Drucker für zu Hause können bisher nur Kunststoffe drucken. So etwas könnte man auf jeden Fall für eine Prothese einsetzen. Absolut. Das ist spannend für das Äußere der Hand, für eine weiche Oberfläche. Wenn du willst, gebe ich dir ein paar Proben mit. Aber funktioniert das mit jedem Drucker? Ja. Alles klar, dann bis bald. Auf Wiedersehen. Der Star der heutigen Maker Faire, ein menschenähnlicher Roboter, komplett aus dem 3D-Drucker. Entwickelt von einem der Vordenker der Maker-Szene, Gaël Langevin. Ça va? Ça va? Hi. Für Nico ist Gaël Langevin ein großes Vorbild. Von ihm holt er sich Tipps und lässt sich seine neuesten Entwicklungen erklären. Wie hast du das hier gemacht? Der grüne Teil kommt aus dem 3D-Drucker. Und dann wurde ein wenig Farbe aufgetragen. Genial, da erkennt man den Künstler. Und da drinnen sind die Kameras. Probieren wir mal einen Handshake? Die Hand dieses Roboters hat für Nico eine große Bedeutung. Das ist der Ursprung meines Projekts. Ganz am Anfang habe ich im Internet eine günstige Roboterhand gesucht. Ich bin auf eine Hand gestoßen, deren Pläne öffentlich im Netz waren. Die Pläne konnte man herunterladen und das war diese Hand. Natürlich ist das ein besonderes Gefühl. Okay, ich komme später nochmal. Oh, ein kräftiger Händedruck. Mit dieser Plastikhand kann man nicht viel anfangen, deshalb trage ich sie nicht. Ich hatte eben keine Prothese gemacht, sondern eine Roboterhand. Aber ich habe etwas über 3D-Druck gelernt. Und das hat mir geholfen, meine Behinderung zu akzeptieren. Seit er seine erste Hand gedruckt hat, will Nico seine Erkenntnisse auch anderen zugänglich machen. Seine Vision, jeder, der sie braucht, soll sich preiswert selbst eine Prothese bauen können.
Das Ziel meines Projekts My Human Kit ist, anderen Menschen das Gleiche zu ermöglichen, was ich erlebt habe. Deshalb gibt es für Sehbehinderte jetzt einen Sonarhandschuh mit einem Signalgeber, mit dem sie sich orientieren können. Ein Open-Source-Projekt. Es geht darum, eine kleine Gemeinschaft zu bilden. Wir erklären alles ganz genau, wie ein Kochrezept, und stellen es online, damit es jeder nachbauen kann. Wie Nico setzen Maker weltweit auf freie Baupläne. Dank Open Source und 3D-Druckern kann theoretisch jeder ihre Entwicklungen nutzen. Ganz ohne die Konzerne, die ihre Waren aus Billigfabriken um die ganze Welt verschiffen. In der modernen amerikanischen Gesellschaft werden sogar unsere Abfalleimer 12.000 Kilometer entfernt produziert. Unser Salat kommt aus 2.000 Kilometern Entfernung. Das ist natürlich teuer. Mit dem 3D-Druck würde die Produktion plötzlich ganz lokal werden. Diese Idee faszinierte mich, dass man alles vor Ort herstellt. Dann schickt man nur noch Informationen um die Welt und keine materiellen Güter. Den Haag in den Niederlanden. Auch hier kann man die Möglichkeit einer lokalen Produktion mit 3D-Druck schon heute nutzen. Der Elektrotechniker und Erfinder Oscar van Deventer ist darin ein Pionier. Seine Leidenschaft? Dreidimensionale Puzzles und Rätselspiele, die er selbst entwickelt. Beinahe jeden Monat entwirft van Deventer etwas Neues. Angefangen hatte er mit Holzpuzzles. Doch schon 2003 kam für ihn die technische Revolution. Hier ist mein allererstes 3D-gedrucktes Puzzle. Das Ziel ist es, den Ring zu entfernen. Man kann den Ring leicht im Irrgarten hin und her bewegen, aber es ist schwer, ihn zu dem Fahnenmast zu bekommen. Und erst wenn man es geschafft hat, ihn herumzudrehen, kriegt man ihn raus. Dieses Puzzle ist ein gutes Beispiel für etwas, das sich leicht 3D drucken lässt, aber das man mit gewöhnlichen Maschinen unmöglich herstellen könnte. In der Welt der Rätsel und Puzzles ist Oscar van Deventer eine feste Größe. Viele seiner Kreationen wurden von kommerziellen Spielzeugherstellern in Serie produziert. This is Studio Oscar. Hier ist Studio Oscar und das hier ist Oscars Cube, mein erstes Puzzle, das in Serie ging. Oscar van Deventer entwirft seine Puzzles am Computer. Ich entwerfe ein Puzzle als Geschenkkapsel. Es hat die Form einer Pille und es dreht sich wie der bekannte Zauberwürfel. Aber wenn es gelöst ist, dann kann man die Hälften trennen und es weiter auseinandernehmen. Nur durch 3D-Druck werden Oscars Kreationen Realität. Es hat mir ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Es war in meinem bisherigen Leben immer so, dass ich jede neue Technologie angewendet habe. Als mein Techniklehrer mir beibrachte, mit Holz zu arbeiten, da habe ich hölzerne Puzzles entworfen. Als ein Freund von mir einen 3D-Drucker kaufte und mich bat, ihm Entwürfe zu schicken, da gab es keine Grenzen mehr. Für mich war die Herausforderung, Puzzles zu entwerfen, die nur ein 3D-Drucker machen kann. Und das habe ich nun die letzten 13 Jahre gemacht. Oscar druckt seine Puzzles mittlerweile bei einer 3D-Druckfabrik in Eindhoven. Seine Baupläne schickt er über das Internet. Die Webseite zeigt automatisch, was der Druck kosten wird. Nun sind alle meine Teile in diesem kleinen Käfig. Jetzt muss ich das nur speichern und dann können sie gedruckt werden. Sobald man auf Drucken klickt, ist der Kopf wieder frei. Und in ein paar Wochen sehe ich dann das Ergebnis. Die Techniker in der 3D-Druckfabrik platzieren die Modelle verschiedener Kunden zusammen in einer Druckkammer.
Die industriellen Kunststoffdrucker arbeiten mit Nylonpulver, das ein Laser schichtweise zusammenschmilzt. Am Ende stecken die fertigen Teile in einem großen Pulverblock. Auch Oskars Puzzle. Nicht jeder glaubt an die große Zukunft des 3D-Drucks. Maschinenbauingenieur und Unternehmer Nick Pinkston aus Kalifornien hat zwar mit 3D-Druck angefangen, aber heute bietet er mit seinem Startup-Unternehmen eine Online-Plattform für die Produktion kleiner Stückzahlen mit klassischen Metallfräsen an. Die Nachteile des 3D-Drucks liegen im Material, in den Kosten und in der Langsamkeit. Das führt dazu, dass ein einzelnes gedrucktes Teil sehr teuer ist. Eine einfache Wasserflasche kostet im Plastikguss vielleicht einen Cent. Würde man sie drucken, wären es hunderte Dollar. Das ist natürlich Unfug. Man sollte also Massenprodukte wie Flaschen nicht drucken. Pinkston sieht den Einsatzbereich von 3D-Druck vor allem bei Prototypen oder speziellen Produkten mit geringer Auflage. Er denkt nicht, dass der 3D-Druck etablierte Marken durch individuelle Einzelstücke ersetzen wird. Ich glaube wirklich nicht, dass die Leute ihre eigenen Schuhe entwerfen wollen. Es geht dabei auch um Status. Man will ja nicht mies aussehen. Und Markenkleidung ist wie eine Versicherung dagegen. Das hier stammt von diesem Designer, das muss gut sein. So denken die Leute. Dieser Traum hat einen Denkfehler. Im Silicon Valley digitalisieren Google, Facebook und Co. immer größere Bereiche unseres Lebens. Mit dem 3D-Druck hoffen Start-up-Unternehmer und Risikoinvestoren hier auf den nächsten großen Erfolg. Chemieprofessor Joe DeSimone ist einer der größten Hoffnungsträger. Sein Startup Carbon 3D will den 3D-Druck mit einer neuen Technik massentauglich machen. Eine Superkraft ist etwas, das niemand sonst hat. Und elastische Kunststoffe in diesen Formen, sowas kann keine andere Technik herstellen. Ein 3D-gedruckter elastischer Kunststoff. Das ist echtes Neuland. Das hier hat alle Eigenschaften von Polyurethan im Spritzguss. Aber wir können ihm diese Gitterstruktur geben. Die braucht man für viele Sachen. Zum Beispiel für leistungssteigernde Schuhe oder Hörgeräte. Die neue Technik ist dazu noch um ein Vielfaches schneller als alle bisherigen 3D-Drucker. Selbst Wikipedia definiert 3D-Druck als 2D-Druck, der sich immer wieder überlagert. Wir wollten das aber stufenlos. Die Teile sollten quasi emporwachsen. Wir haben als Chemiker gedacht, nicht mechanisch. Für sein Start-up in einer ehemaligen Autowerkstatt hat die Simone Investitionen von 100 Millionen Dollar bekommen. Wir werden dieses Teil hier drucken. Das hat eine knochenähnliche Struktur. Es ist hohl, aber auch sehr leicht und stabil. So hat es die Natur entwickelt. So etwas geht nur mit einem 3D-Drucker. Das Ganze wird so ablaufen. Die Plattform wird sich in Flüssigharz absenken. Und darunter ist eine Lichtquelle, die von unten in das Becken leuchtet. Das Flüssigharz darin reagiert auf UV-Licht. Von unten strahlen wir also mit einer Art Videobeamer in das Flüssigharz. Und dort, wo das Licht hinscheint, wird das Harz fest. So entsteht unser Objekt. Also, das Licht scheint von unten. Und dazu arbeiten wir mit Sauerstoff, der auch von unten in das Becken kommt. Der Sauerstoff verhindert nämlich, dass das Harz aushärtet. Und indem wir da eine Balance zwischen Licht und Sauerstoff schaffen, können wir diese erstaunlichen Gegenstände wachsen lassen. Nur 6 Minuten dauert dieser Druck, der mit herkömmlichen Druckern heute noch mehrere Stunden bräuchte. Wenn die Simones Technik einmal serienreif ist, sollen Fabriken sie einsetzen. Auch in Seattle, im Einzugsgebiet des Elektronikriesen Microsoft, setzen immer mehr Firmen auf 3D-Druck. Hier soll die neue Technik sogar die Raumfahrt revolutionieren.
In den unscheinbaren Büros von Tethys Unlimited hat Weltraumingenieur Robert Hoyt große Pläne. Er arbeitet für die US-Raumfahrtbehörde NASA. Ein normaler 3D-Drucker ist im Prinzip eine Kiste. Und er kann einen Gegenstand erzeugen, der kleiner ist als diese Kiste. Aber wir wollen gigantische Antennen und Gebilde im Weltraum herstellen. Deswegen mussten wir einen 3D-Drucker entwickeln, der klein ist und trotzdem ein sehr großes Objekt erzeugen kann. Statt großer Teile, so die Vision, soll die NASA in Zukunft nur noch kleine Maschinen in den Weltraum schießen. Unsere Trussellator-Apparatur ist ungefähr so groß wie ein Laib Brot. Und sie stellt sehr lange und sehr stabile Traversen her. Dann nutzen wir Roboter, um die stabil zu verbinden. Und so können wir zum Beispiel riesige Antennen bauen oder Sonnensegel oder riesige Teleskope. Das ist ein Teil unseres Refabricator-Moduls, das wir 2018 zur Internationalen Raumstation schicken werden. Das ist das Recycling-Modul. Die Astronauten können ihren Plastikmüll hineintun, Verpackungen und so weiter. Und die Maschine schmilzt das ein und macht daraus hochwertiges Druckmaterial für einen 3D-Drucker auf einer Spule. In einem zweiten Modul steckt dann der 3D-Drucker. Damit können die Astronauten dann Werkzeuge oder Satellitenteile oder Ersatzteile für die Raumstation drucken, damit sie länger am Stück in der Raumstation leben können. Die Prototypen der neuen Technik unterliegen strengster Geheimhaltung. Das Labor darf nicht gefilmt werden. Nur einige Demonstrationsvideos sind freigegeben. Das hier ist ein Video eines unserer frühen Prototypen des Trussellators. Wir hatten ihn hinter unserem Labor aufgebaut und in ein paar Stunden produzierte er eine 10 Meter hohe Traverse aus Kohlefaser. Er druckte 5 cm pro Minute. Das klingt langsam, aber wenn man viele Tage im Orbit hat, kann man damit kilometerlange Gebilde herstellen. Mit seinen Erfindungen will Robert Hoyt der Menschheit helfen, zu neuen Horizonten aufzubrechen. Ich glaube daran, dass wir das gesamte Sonnensystem besiedeln sollten. Ob es jetzt der Mars ist, die Asteroiden oder die Monde, da bin ich nicht festgelegt. Ich will nur, dass wir die Grenzen der Erde überwinden. Es mag 10 bis 20 Jahre dauern. Aber in der Weltraumindustrie nehmen die Dinge gerade Fahrt auf. Das ist sehr aufregend. Ich hoffe darauf, dass noch zu meinen Lebzeiten Menschen irgendwo anders im Sonnensystem leben werden. Zumindest für einige Zeit. In Berlin arbeiten Nicola Huchet und das Team vom FabLab weiter an der Handprothese. Bevor sie den Schaft drucken können, müssen sie an Nikos Stumpf Maß nehmen. Mit einem 3D-Scanner für ein Tablet. Es ist ein verhältnismäßig preiswertes Teil. Daher ist es nicht super präzise, aber so 1-2 mm Präzision hat es dann schon. Und ich glaube, für einen Versuch ist es auf jeden Fall okay. Also, das war's. Und, klappt's? Gut. Aus diesen individuellen Daten entwirft Produktdesigner Laszlo den Schaft, auf dem Nikos neue Hand später sitzen soll. Das hier ist eine Slicer-Software. Also was man damit macht, ist das Modell, was man im CAD-Programm gemacht hat, das tut man dann hier in diesen Programm rein und verwandelt dann eben halt das Modell in mathematische Koordinaten, der Drucker dann folgt, um es zu drucken. Eben. Um einen stabilen Schaft herstellen zu können, muss Laszlo sein Design speziell für den 3D-Drucker anpassen.
Also es gibt ein paar Sachen, auf die man achten muss. Das eine ist, wie man das Ganze ausrichtet, weil die Schichtrichtung, die macht einen Unterschied für wie kräftig das Stück dann ist. Also der Drucker kann nicht in die Luft drucken, da muss immer irgendwie was drunter sein. Der Schaft, der hat zwei Löcher drin, die müssen gestützt werden, sonst kann der Drucker da nicht weiter drucken. Diesmal benutzen sie die professionellste Maschine des FabLab. Wir bereiten den Drucker vor. Das Modell haben wir schon gesliced, also es ist jetzt in den ganzen Schichten für den Drucker getrennt. Und dann müssen wir dann noch den Druck starten. Und hoffentlich funktioniert dann alles. Noch 12 Stunden. Auch der Profidrucker trägt Schicht für Schicht geschmolzenes Plastik auf die Druckplatte auf. Doch alles ist etwas präziser und das Innere des Druckers ist beheizt. Das macht das Produkt stabiler und etwas teurer. Also hier. Den Schaft zu drucken kostet 180 Euro. Na, das geht ja noch. Man könnte das ja auch auf einem billigeren Drucker drucken. Das würde wahrscheinlich auch gehen. Auch am Universitätsklinikum in Nimwegen in den Niederlanden hilft der 3D-Druck Patienten, die eine spezielle Prothese brauchen. Guten Tag, Herr Werkamp. Guten Tag, Herr Doktor. Geht's Ihnen gut? Setzen Sie sich doch. Danke. Cor Werkamp hat eine neuartige Beinprothese. Nun kann ich mir den Stumpf einmal ansehen. Das sieht perfekt aus. In den letzten zwei Jahren hatten wir viele Patienten mit sehr kurzen Amputationsstümpfen, sowohl am Unterschenkel als auch am Oberschenkel. Für diese Patienten waren unsere Standardimplantate viel zu lang. Das Neue an dieser Prothese, sie wird von außen an ein Knochenimplantat geklickt. Der Innovationspark von Maastricht beherbergt Xilog, ein Start-up, welches individuelle Knochenimplantate im 3D-Drucker herstellt. Gründer Michael Behrens zeigt, wie aus den Patientendaten einmalige Knochenprothesen designt werden. Das ist ein patientenspezifisches Implantat, das so konzipiert ist, dass es genau in den Knochen passt. Das Implantat ist maßgeschneidert und ist perfekt an das Knochengewebe angepasst. Das ist der neueste Stand der Technik. Für Xilog ist das ein wahrgewordener Traum, denn wir helfen Menschen, wieder gehen zu können. Das ist wirklich unbezahlbar. Behrens Firma hat 5 professionelle 3D-Drucker, mit denen unterschiedliche Metalle gedruckt werden können. Also ich habe überprüft, ob die Sauerstoffkonzentration okay ist und ob genug Pulver in der Maschine ist. Jetzt ist alles richtig eingestellt. Ich muss nur noch auf Start drücken und der Druckprozess beginnt. Heute werden 5 Knochenimplantate auf einmal gedruckt. Millimetergenau angepasst an die Anatomie der einzelnen Patienten. Nun, die ersten Schichten sind perfekt, alles ist okay. Dann bereite ich jetzt den nächsten Druck vor. Manchmal am späten Abend, bevor ich nach Hause gehe, checke ich noch einmal die Drucker, um zu sehen, ob alles funktioniert. Und ich kann es kaum abwarten, das Resultat am nächsten Morgen zu sehen. Danke. Nun, es ist immer so spannend zu checken, ob alle Teile da sind und ob ich nichts vergessen habe. Aber dann ist die Frage, passen die Einzelteile auch wirklich zusammen? Funktioniert es so, wie ich es mir vorgestellt habe?
Denn erst nachdem ich die Einzelteile zum ersten Mal zusammengesetzt habe, weiß ich, ob es tatsächlich funktioniert. Viele meiner Prototypen sind Fehlschläge. Also für dieses Puzzle sind wir bereits bei Prototyp Nummer 6. Und wenn ich die im Computer mitzähle, sogar bei Nummer 8 oder so ähnlich. Ich bin so froh, dass es jetzt funktioniert. Noch ist es kostspielig, seine selbst ausgedachten Prototypen von einem Dienstleister drucken zu lassen. Aber wenn das Design stimmt, können komplizierte Gebilde wie Oskar von Deventers dreidimensionale Puzzles zuverlässig hergestellt werden. Färben muss man sie allerdings noch selber. Die Zukunft des 3D-Drucks kommt nicht nur aus dem Silicon Valley, sondern auch aus Deutschland. Im fränkischen Lichtenfels hat sich ein mittelständischer Betrieb zum Marktführer für den Metall-3D-Druck gemausert. Hier wird an der Entwicklung der nächsten Generation industrieller Drucker gearbeitet. Der ganz große Vorteil ist natürlich, dass wir wesentlich schneller sind als alle Maschinen bisher. Das heißt, wir können in schnellerer Zeit Bauteile herstellen, wir können Bauteile günstiger herstellen und können dadurch neue Anwendungen für den 3D-Druck erschließen. Und das wird die große Herausforderung und Aufgabe für die Zukunft sein, dass wir mit diesen Maschinen mehr und mehr in Serienanwendungen und Serienproduktionstechnik eintauchen. Das heißt, wir sprechen mit Kunden, die nicht mehr ein, zwei, drei solche Maschinen einsetzen, sondern das Zehnfache oder vielleicht sogar das Hundertfache an Anlagen. Damit in Zukunft ganze Fabriken mit 3D-Druckern funktionieren können, muss vor allem die Be- und Entladung der Drucker automatisiert werden. Das soll mit Hilfe selbstfahrender Transportmodule ermöglicht werden. Auch das überschüssige Metallpulver soll nach dem Druck automatisch abgesaugt werden. Das Maschinensystem, was wir hier sehen, ist dahingehend revolutionär. Das ist von vornherein, von der ersten Sekunde an, entwickelt wurde, um für Serienproduktion hohe Stückzahlen und Automatisierung vorbereitet zu sein. Der Familienbetrieb ist in den letzten Jahren extrem schnell gewachsen. So stark, dass er die Expansion alleine nicht mehr stemmen konnte. Im Oktober 2016 stieg der US-Konzern General Electric in die Firma ein. Für eine 500 Millionen Euro übernahm er 3/4 der Firmenanteile. Eine Erfolgsgeschichte für Firmengründer Frank Herzog, der die ersten 3D-Drucker noch selbst konzipiert und gebaut hatte. Als ich mit meiner Frau hier das begonnen habe, hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Wenn ich heute hier stehe und mir vorstelle, was vielleicht in 10 oder 15 Jahren mit der Technologie möglich ist, dann finde ich das sehr aufregend. In Maastricht sind nach 36 Stunden die Knochenimplantate aus Titan fertig gedruckt. Gründer Michael Behrens prüft die fertigen Implantate immer noch selbst. Wow, das ist wirklich toll. Ein hervorragendes Ergebnis, beeindruckend. Es ist immer ein sehr aufregender Moment, wenn man sieht, wie die 3D-gedruckten Teile aus der Maschine kommen. Diese Implantate sind perfekt. Auch die Struktur, wo der Knochen hineinwächst, ist gelungen. Nach dem Druck müssen die Implantate noch mit einer Fräse weiterbearbeitet werden. Ja, vorher habe ich bei Toyota Formel 1 gearbeitet. Das war, was du sagst, immer schneller, immer schneller. Und jetzt machst du etwas für Menschen, für Menschenleben zu retten. Und das gibt auch ein gutes Gefühl. Ja, es braucht nur gereinigt und sterilisiert zu werden. Das kann implantiert werden. Das mag ich nicht selber. Eingesetzt werden die Implantate im Universitätsklinikum Nimwegen. Nach der OP dauert es 3 Monate, bis die Patienten darauf laufen können.
Wir setzten das Implantat ein und es passt perfekt. Ich habe noch kein so ausgereiftes Implantat gesehen. Es passt millimetergenau. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man es besser machen könnte. So helfen wir jetzt Patienten mit sehr kurzen Stümpfen. Das war bisher nicht möglich. So, Cor, der letzte Test, um das abzuschließen. 3, 2, 1, Start. So schnell wie möglich. Prima. Prima. Sehr gut. Ich saß erst beinahe im Rollstuhl. Aber jetzt mit der Klickprothese sind viele meiner Probleme gelöst. Ich sitze besser auf dem Fahrrad. Ich kann generell besser sitzen. Ich kann mich viel besser bewegen, sogar meiner Frau im Garten helfen. Staubsaugen, solche Sachen. Ich fühle mich viel freier. Zurück in Berlin. Im FabLab sind alle Teile von Nikos Handprothese fertig gedruckt. Okay. Und der Index ist last. Okay, zuerst den Zeigefinger und dann das hier, oder? Jetzt muss Nico die Hand noch zusammenbauen. We put four fingers. Vier Finger schon. Was für ein aufregender Moment. Das ist echt spannend. Jetzt weiß ich, wie man so eine Hand baut. Und ich kann es anderen beibringen. Und besonders wichtig für mich, ich weiß jetzt wirklich, wovon ich rede. Die neue Prothese ist fast fertig. Jeder einzelne Schritt wird für seine Webseite fotografiert und dokumentiert. Der Motor ist hier im Daumen. Der ermöglicht die Bewegung. Sehr gut gelöst. Ich hab's geschafft. Damit die fertiggestellte Prothese auch funktioniert, muss Nico die Bewegungssensoren an den richtigen Stellen an seinem Stumpf befestigen. Die Anspannung der Muskeln steuert die Prothese. Geht besser? Lass ihn höher. Then we can have a drink. Jetzt können wir einen trinken. Well, you know, yeah, okay. How are you today? Yeah, not too bad. Komm, nimm einen Drink mit mir. Ich kann nicht. You have to drink it. Du musst alleine trinken. Cool. Ist es köstlich? Is it delicious? Ja, es ist sehr köstlich. Das ist schon etwas emotional. Es ist so einfach, die Hand zu benutzen. Man setzt sie auf, schließt sie an und sie hält. Das hier, das kann ich zum ersten Mal machen. Sie ist schön, sie ist elegant. Und funktioniert mit einer normalen Kamerabatterie. Und wir haben sie hier hergestellt, mit Laszlos Hilfe. Das ist cool. Hightech, aber für jedermann. Die Pläne für die Prothese können sich andere Menschen jetzt auf Nikos Webseite kostenlos herunterladen. Das ist eine Revolution für mich, dass ich so etwas schaffen konnte. Vor 6 Jahren hätte ich mir das nicht träumen lassen. Mit der Do-it-yourself-Prothese scheint Nico seine Lebensaufgabe gefunden zu haben. Inzwischen sehe ich auch die positiven Seiten an meinem Unfall. Das ist ein schönes Gefühl.
Steht die Welt tatsächlich vor einer neuen industriellen Revolution? Wir sind schon mitten in einer neuen industriellen Revolution, aber sie geht über den 3D-Druck hinaus. Es geht um alle digitalen Fertigungsverfahren, also um einen Systemwechsel. Produzieren konnten bisher nur reiche und mächtige Unternehmen, aber jetzt haben wir ein Werkzeug, das es jedem Einzelnen ermöglicht, etwas herzustellen, und zwar wann und wo er will. Diese Demokratisierung ist wirklich eine großartige Perspektive. Das ist das Ende der Globalisierung.